Willkommen zurück bei Info Neuland TV. Wir möchten wieder gerne zu euch Kontakt aufnehmen und euch in gewissen Abständen zeigen, was in Neuland so passiert. Im heutigen Programm sprechen wir über die Jubiläumswoche, ein Programm, das in mehreren Teilen über 3 Tage hinweg stattfand. So feierte Neuland sein 70-jähriges Bestehen. Alles begann am Mittwoch, den 7. Juni, mit einem Programm, das von der Tanzschule Terra Nostra organisiert wurde. Das Thema des Tanzabends war der Wanderweg der Mennoniten. So führten die Tänzer und Tänzerinnen verschiedene Tänze aus Ländern vor, mit denen die Mennoniten durch die Geschichte hindurch Kontakt gehabt haben. Am selben Abend wurden typisch mennonitische Speisen zum Kauf angeboten, um das Erlebnis der mennonitischen Kultur abzurunden. Am Donnerstag, den 8. Juni, ging das Programm in die 2. Runde. In diesem Fall organisierte die Musikschule Sonare den Abend und man konnte altes und modernes Liedgut hören. Traditionsreiche Volkslieder klangen genauso wie auch geistliche Lieder, die die Mennoniten durch die Zeit beibehalten haben. Am Freitag, den 9. Juni, war die Schule für ein buntes Programm zuständig. Ab 16 Uhr öffnete eine besondere Ausstellung ihre Türen dem Publikum. Ausgestellt wurde das Resultat verschiedener Wahlpflichtfächer sowie Kochen, Nähen, Backen, Dekoration, Holzarbeit, Eisenarbeit, Seife kochen, Lehmziegeln streichen und Backofen bauen und typisch mennonitische Spiele und Freizeitbeschäftigung. Alle Wahlpflichtfächer beschäftigten sich mit der traditionsreichen Vergangenheit der Mennoniten. Am Abend fand ein buntes Schulprogramm aus Sketchen, Liedern und anderen Beiträgen statt. Und gegessen wurde, was aus dem selbstgemachten Backofen kam und vieles mehr. Am Samstag wurde ein Koloniesfest geplant. Die Aktivitäten begannen auch schon ab 16 Uhr und zwar mit einer Ausstellung auf dem Museumshof. Auch Führungen durch das Museum, das früher als Schulgebäude diente, konnte man mitmachen. Außerdem gab es Gelegenheit, in der alten Aula eine Fotoausstellung zu begutachten. Im selben Gebäude wurde an einer Leinwand noch einmal das Resultat der Wahlpflichtfächer der Schule gezeigt. Ab 18 Uhr waren alle Gäste aus nah und fern zu einem Festessen eingeladen. Bald darauf begann das Abendprogramm, welches sich mit Streiflichtern aus der Neulander Geschichte befasste. Erlebnisse, Geschichten und Lieder verschönerten den Abend, der von der Ansprache des Oberschulzen eingeleitet wurde. Mit diesem Abend endete die Jubiläumswoche. Wir hoffen, ihr wart dabei und habt diese Bilder genossen. Bis zum nächsten Mal.